Das wird eine sehr chaotische Folge hier. Das glaube ich auf jeden Fall. Absolut, ja. So, und dann würde ich sagen, willkommen, Leute. Hoch die Tasse. Willkommen. Ja, hoch, ach Genau, stimmt. hoch Das die war die Tassen! So ein Ding ist das. Hoch die lange, Tassen. lange ist her, muss man ja schon wieder sagen. Das letzte Mal war im Dezember, oder? Nee, ach so. Ehrlich Nee. gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube, die ist am 1. Januar hochgekommen. Ich glaube doch, war quasi Dezember-Aufnahme. Nee, Das ist genau, krass. das war doch unser Jahresrückblick. Das war Ende Dezember. Stimmt. Ja, so ein Ding ist das, genau. Was ist seitdem passiert? Eine Menge, hä? Sehr viel sogar eigentlich, ne? Also, ich würde sagen, wir brechen mit der Tür direkt ins Haus, denn ich habe damit noch gar nicht persönlich drüber geredet mit dieser Person. Ja. Mach mal. Sikel! Yes. Einfach mal Kanal löschen! Warum Stimmt. wusste ich, dass das das Erste sein wird, was du Nein, thematisieren aber jetzt gar nicht so auf Bashing oder so, sondern einfach ernst gemeint. Also ich finde das halt eine krasse Entscheidung, ne? Also jetzt von meiner Seite aus. Ja, so, ich will erstmal sagen, der Kanal ist nicht gelöscht. Ist, ne? Also der Kanal ist noch da. Ja. Aktuell ist er auf jeden Fall auf Eis gelegt und ich weiß nicht für wie lange. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe da einfach sehr, sehr lange, sage ich mal, immer wieder den gleichen Einheitsbrei gemacht, der zwar irgendwo Spaß gemacht hat, aber auch irgendwo sehr repetitiv wurde und ich brauche davon einfach eine Auszeit. Also so einfach ist es. Okay, ich finde das absolut nachvollziehbar und ich finde das eigentlich auch richtig, wenn du hinter irgendwas nicht mehr stehst. Klar, wenn du finanziell darauf angewiesen bist, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn du da nicht mehr dahinter stehst, dann finde ich, ist das der richtige Schritt. Weil, also wenn ich irgendwas gar nicht mehr fühle, dann würde ich das halt auch nicht machen. So, weiß nicht, ich finde das eigentlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe großen Respekt vor dem Schritt und dass du das so durchziehst, wie du es machst. Danke. Ja, also freut mich auf jeden Fall. Also war auch echt keine einfache Entscheidung, weil, also ich bin ja tatsächlich selbstständig, also ich lebe von YouTube und Ja. das ist halt auch einfach mal so, ich sag mal, ein großer Teil des Einkommens, der da wegfällt, ne? Also so ist es nicht. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt insolvent bin oder so, aber Oh, Meme starten, let's go. aber nee, aber also ich finde so bei ja, also bei allem Geld, was man damit verdient und so weiter und bei aller Professionalität ist es auch einfach wichtig, irgendwo den Spaß an der Sache zu wahren und ich versuche immer so irgendwo auch nicht das große Ganze so aus den Augen zu verlieren, ja. Naja. Ja, nicht, dass bald dieser Typ zu dir kommt, wie hieß der früher von RTL? Raus aus den Schulden? Peter Peter Zwegert! Ja, let's Ja. go! DK Zwegert, neues Format. Ja. ja, nee, aber ich fand es halt eine krasse Entscheidung. Und der Witz ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 4 Tage vorher telefoniert und du meinst noch so, ja, Zweitkanal, voll sinnvoll. Und dann auf einmal Julian zu mir so, ja, der hat seinen Kanal geschlossen. Ich so, hä, wie? Kann auch gar nicht sein. Der hat mir doch erzählt, das ist voll sinnvoll. Ja, das war wirklich so. Wir haben so privat geredet und ich meinte so, ey, guck mal, Zweitkanal, beste Entscheidung, so, du machst täglich Content. Und dann so 3 Tage später, yo, das war's, Leute. Ja, ja, ich habe davon aber. einfach gar nichts mitbekommen, einfach aus dem Nichts, weil wir uns einfach seit Dezember nicht gesprochen haben, gefühlt. Doch, wir haben kurz telefoniert letzte Woche. Ja, stimmt, aber Stimmt. das war, glaube ich, Ja. so 1, 2 Tage davor oder so. Ja, genau. Ja, aber Ja, wie das. gesagt, das war. Also im Endeffekt stehe ich ja auch noch dahinter. So, Zweitkanal ist echt voll die gute Entscheidung. So, vor allem, wenn du, sage ich mal, entspannteren Content bringst, den du jeden Tag bringen kannst. So, gerade wenn du jetzt eben nicht so eine Million Reichweite hast, sondern halt auf dem Level dich bewegst, wo wir uns bewegen, ist das schon sinnvoll, weil wir können, sage ich mal, jeden Cent gebrauchen irgendwo. Ne? Wir sind schon darauf angewiesen, anders als so die großen YouTuber beispielsweise. Deshalb finde ich die Idee doch definitiv sinnvoll, sowas zu haben. Aber wie gesagt, war das ja auch keine Entscheidung jetzt für immer, sondern es ist einfach Ja. aktuell so. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja. Ja, finde ich Nee, mutig auch. Also. finde ich auch, ja. Und wie, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief geht, aber du kannst du selber entscheiden, ob du das jetzt darauf eingehen möchtest. Wie ist das dann finanziell für dich? Wie viel Einbußen ist das? Also, da bin ich jetzt einfach mal neugierig. Das ist, boah, das ist voll die gute Frage. Also, ich muss sagen, das war immer sehr schwankend.
Also manchmal gab es wirklich Zeiten, wo der Kanal mehr Einnahmen generiert hat als der Hauptkanal. Aber dadurch, dass der Kanal jetzt wegfällt und ich dementsprechend auch mehr Content auf dem Hauptkanal machen kann, werde ich auf jeden Fall weniger Einnahmen haben, aber nicht so drastisch. Also es fällt jetzt nicht so die Hälfte weg oder so. Ja. Okay, Ja. das ist gut. Ja, ist aber crazy, ne? Und auch, was für ein Glück man hat, ne? Ich meine, es ist einfach so, ja, ich mache einfach die Hälfte nicht mehr so. Also nicht im Sinne von, ich mache jetzt weniger, darum was mal ich nicht damit ausdrücken, aber es Ja. ist ja schon krass. Oh. Ja, Aber also ich bin auch stimmt. auf jeden Fall in einer privilegierten Position, das weiß ich auch recht zu schätzen. Übrigens, wenn ich mich komisch anhöre, liegt es daran, dass ich erkältet bin und Allergie anders kickt, also sorry. Oh Okay. Gott, aber Jetzt muss ich kurz ein Thema ansprechen, Chan, was Maurice überhaupt nicht interessiert. Hast du gestern Oh. Abend Fußball geguckt? Oh, Ja, Leute, ist nicht selbstverständlich. euer Ernst. Doch. Fußball. Was sagst du zum Spiel? Nur ganz kurz, in einem Satz, dann gehen wir direkt wieder vom Thema weg. Ja. Der König hat mal wieder getroffen. So sieht's aus. König. Ja, sehr gut. Boah, ich habe die perfekte Überleitung. Wenn wir schon bei Fußball sind, dann gehen wir doch zu etwas, was jeden interessiert. Und zwar Essen. Habt ihr das neue Burger Deck gesehen? Was? Also irgendwie lässt mich das Thema aktuell nicht los. Jetzt an die, die am Wochenende zugeguckt haben, Pizza, Tierlist, es wird ständig gefordert, jetzt reden wir über Burger. Ich habe mit Dennis den nächsten Kochstream geplant, es geht nur noch um das Essen. Aber habt ihr das mitbekommen? Die Supportkarten für die Burger? Ja, habe ich mitbekommen. Ich schaue es gerade Ja. nach. Ja, du kennst auch Hungriger Burger, oder? Also dieses Ritual. Ich habe mir jetzt gedacht, dass es um den geht, ja. Ja, und es gibt da jetzt wirklich Supportkarten zu. Also. Ja, so ganze Kochreihe ist das. Das ist schon Ach, wild. Aber Junge. das spielt mir die Karte im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, weil die kann man super gut nachkochen, weil wir haben halt geplant, in so einen Kochstream zu machen, wo wir verdeckt Karten ziehen und müssen die Gerichte nachkochen. Und haben einen Moderator, der davor für uns die Zutaten einkauft. Also der kennt die Karten schon. Hä? Wie Ja, wir wild. kochen Gerichte nach. Also es gibt ja gewisse Karten, wo Gerichte Ja. draus sind, wie zum Beispiel Hungry Burger. Und wir müssen die dann nachkochen und dann wird bewertet, wer den besser macht. Okay, warte Lol. mal, ganz kurz. Macht ihr aus Su-Ship? Ja. Ja, Sushi ist ja safe. Wir machen die Karten nicht, aber Dennis und ich haben das geplant. Das werden wir irgendwann in den Sommer machen, wenn meine Freundin im Urlaub ist. Da habe ich nämlich die Küche. Oh, das hört sich so falsch an. Da habe ich die Küche für mitgenommen. Oh mein Gott. Leute, das war so nicht gemeint, aber ihr wisst, ach Gott, ich kann es nicht Oh. mehr retten. Wir lassen das. Ja, ihr wisst doch, wie ich es meine. Wie kann man dich denn so schnell so sehr verrennen, wenn ich fragen darf? Ja, es ist gut, ne? Wenn man schon ein paar Stunden hier ist, dann vergisst man das. Dann kann man sich nicht mehr konzentrieren. Ja, aber es ist auf jeden Fall wild. Aber allgemein, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen unpassend. Es kann sein, dass wir jetzt darüber reden, aber wenn die Folge rauskommt, das Ganze schon ja, vorbei ist oder für die meisten Leute nicht interessant ist. Aber habt ihr gesehen, es kommt eine neue Website? Ja, habe ich heute gesehen, aber nur so das Bild, was gepostet wurde. Ich habe es noch nicht gesehen. Warum bin ich eigentlich immer derjenige, der von sowas als Letzter erfährt? Deswegen bist du hier. Wir sind einfach nur dazu da, dich zu informieren. Das ist unser Job. Ja. So ist es. Nee, aber die haben angekündigt, dass die Seite komplett neu, also keine Ahnung, was die dann ändern wollen. Anderes Design, neue Funktionen. Ja, welche Seite Vielleicht denn? endlich Also. mal die World Points regelmäßig updaten, vielleicht? ja, die offizielle Seite halt. Für Kunden, also für Yu-Gi-Oh! Halt. Ach so, aber ist das nicht schon? Wie? Ist es jetzt schon geupdatet oder was? Nee. Also ich glaube, im Englischen ist es geupdatet schon, oder? Ja, Ah, aber stimmt, ja. für EU gibt es eine neue. Ja, aber Chan Ach hat so. recht, weil ich glaube, wenn ich ehrlich, also wahrscheinlich, es könnte wirklich darauf hinauslaufen, dass die Seite einfach nur angepasst wird auf das Layout von der US-Page. Das kann es halt wirklich einfach schon sein. Ja, aber warum announced man das denn so groß dann? Das ist ja so richtig lame. Leute! Hä, krasse Veränderung! Ja, es ist einfach jetzt wie die Ami-Seite. Wäre jetzt nicht das Weiß ich erste nicht. Mal, ne? Weißt du selber auch. Ja. Okay, kleine Quizfrage. Was war die krasseste. Oh Gott, das können Fettnäpfchen werden, egal. Die Ja. krasseste Ankündigung, die Konami gemacht hat, wovon ihr enttäuscht wart? Cross-Duel. Nein! Safe, hallo. Was ist das denn? Das Spiel wird mittlerweile mehr von Bots gespielt als von Spielern. Punkt. Oh mein Gott. Okay, let's escalate quickly. Okay, Chan, du hast deine Chance. Boah, ja,
Also Crosstone ist schon sehr weit oben, würde ich sagen. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus und ihr verdirbt es so. Jetzt bin ich gespannt. Hä? Kennt ihr sie nicht? Das krasseste Monster des Jahres? Das heftigste Monster überhaupt, was je rausgekommen ist? Ich weiß, wovon du redest. Wie heißt die Mistqualle? Sea Monster of Theseus. Theseus, so. Ja, die hat es schon geschrieben. Die heftigste Karte 2018. So ein Ding ist das. 16, hat sogar nicht? So viel Play gesehen bisher. Ich glaube, die hat das erste Mal 2020 Play gesehen oder so für Needlefiber. Nee, wann kam Needlefiber raus? 2020, ja, Dual Overlord. Ja. Ja. Also, die beste Karte des Jahres sieht erst 2 Jahre überhaupt sinnvollen Play. Also, das war schon. Da war ich enttäuscht von der Ankündigung. Die kam doch 2016. Die Karte? Ja. Noch? Echt? Ja. Warte mal. Doch, das war die 2016er Megatin. Stimmt. Da wurde Sudik gereprintet und eine Woche danach verboten. Das war die geilste Tin meines Lebens. Ach, stimmt. Und dann gab es noch einen Missprint, wo das Wort Tuner fehlte. Ja, stimmt. Die ist sogar teuer heute, glaube ich, ne? Ja? Ja, ich glaube, das ist eine Sammelkarte. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber ich meine, die kostet ein bisschen was. Weil da gab es ja nicht so viele von. Ich weiß, dass es sogar so eine Aktion gab, dass du den Missprint zu Konami schicken konntest und hast einen bekommen, wo Tuner drauf stand. Ja, ja. Warum solltest du das machen? Das ist doch, also du gibst ja effektiv einfach Geld weg. Ich kann euch eine lustige, Maurice, du kennst vielleicht, der Kian, ne? Kian Shabazi, der hatte sich von Theseus damals, wie viele Kopien hat er sich gekauft? Weißt du es, Maurice? Boah, stimmt, der hat doch richtig viele. Aber die sind alle ohne Tuner, oder? Waren die mit Tuner oder ohne? Nee, alle ohne. Der hat sich ein paar hundert Stück davon gekauft und die war irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem Jahr oder so, war die im Hype, ist hochgegangen, 5, 6 Euro. Ich weiß gar nicht mehr wegen was. Und da hat die fast alle verkauft. Einfach plus des Jahrhunderts gemacht. Ja, aber das ist ja immer so, ne? Also mit Karten. Hier der Kartenmarket-Experte, Julian. Ich werde übrigens genervt, dass die Karte nicht 2016 erschien, sondern 2017. Ja, toll. Das ist halt. Ja, Leute. Ja, übrigens an die Zuhörer, nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin gerade live nebenbei, deswegen werde ich hier öfter mal korrigiert, was gar nicht so schlecht ist. Ich habe eine rechte Hand quasi neben mir sitzen. Das Halbwissen wird direkt korrigiert. So ist es. Ne, was wolltest du jetzt sagen? Hä? Jetzt hast du mir das Konzept gebracht. Ja, irgendwas wolltest du davor sagen. Ach so, ich habe gesagt, dass hier, weil wo wir bei Preisen reden, hier du der Master of Markets bist hier. Übertreib's mal nicht, aber ja, worauf willst du hinaus? Hä? Ja, dass so Investitionen oder halt Karten keepen und dann später verkaufen ja inzwischen was ganz Normales geworden ist, was auf einer Seite ziemlich traurig ist, auf der anderen Seite auch ziemlich verständlich ist auf eine andere Art und Weise. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, Can, du hattest mal ein Video dazu gemacht, ne? Also jetzt gar nicht zu Yu-Gi-Oh!, sondern zu diesem Pokémon-Hype, ne? Ja. So, dass dieser Hype eigentlich voll das Negative ist für das Kartenspiel selber, ne? Ja, ist es auch. Also ich würde sagen, so für die Leute, die das halt auf Casual-Basis spielen, was ja schon definitiv der Großteil ist, ist es halt einfach nur negativ. Also bei Yu-Gi-Oh! Ist es, glaube ich, nicht so dermaßen drastisch, aber Pokémon zu der Hochzeit, als der Hype so komplett da war, also da haben ja wirklich erwachsene Personen so mit mehreren Mann McDonald's geradet für irgendwelche Happy Meal Promos, wo ich mir auch denke, so die Welt ist halt echt am Ende, ne? Ist nicht sogar auch bei Walmart in Amerika TCG rausgeflogen, weil die Leute Pokémon-Karten geklaut haben? Also diese Sealed-Produkte? Kann gut sein, also, ja. Ich meine, das war so. Es absolut gestört. Also absolut gestört. Und ich weiß, glaube ich sogar, als dann das nächste Hauptset rauskam, was ja gar nicht mehr so Glurak, sondern halt einfach so, ja, normale Meta ist, so, dass selbst dieses Set halt so sehr von diesen Hype gekauft wurde, dass Leute, die das spielen wollten, einfach nicht mal mehr spielen konnten, weil einfach alles weggekauft wurde. Ja. So lächerlich, lächerlich. Oh Mann. Ja. Nee, ist richtig, aber ich finde, du sprichst ein schönes Thema an. Das passt, ich habe das für den Chat auch schon mal erzählt, aber ich habe ja morgen ein Date. Maurice, du weißt, wo ich hinfahre. Hast du das geleakt? Das ist nichts, was ich geheim halten muss. Can, du wieder hast von nichts Ahnung? Doch, er hat es mir vorhin schon erzählt. Der weiß es. Ja. Oh, okay. Ja, morgen geht's für mich nach Bielefeld zu Card Market Grading tatsächlich. Deswegen liegen hier auch noch die ganzen gegradeten Karten, nicht wundern. Die haben wir uns nämlich für ungegradeten, die ich graden lassen will, so rum.
die ich morgen alle graden lassen möchte. Und ich bin gespannt. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie das live aussieht. Und habe da echt richtig, richtig Bock drauf. Klingt mir ja nice, ne? Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was du schon alles gesagt hast, aber vor allen Dingen die eine Sache fand ich hochinteressant. Sag. Weißt du, was ich meine? Nö. Ja, das mit diesen Aufmachen. Ach so, ja, genau. Also, das habe ich noch nicht gesagt, aber das kann ich jetzt an dieser Stelle mal machen. Das Glurak, was ich euch eben gezeigt habe. Das hier, das werden wir aufmachen und das ist eine 9. Aber das Unternehmen gibt es gefühlt nicht mehr, was die hat graden lassen. Und deswegen, ja, und deswegen machen wir die auf und gucken, ob die genauso gegradet wird oder schlechter. Das wird für mich super spannend. Kann natürlich auch ein Mega-Flop werden, nehme ich in Kauf, aber go for it. Ich habe eine 9, auf einmal eine 5. Das so schlimm wird es jetzt nicht, aber vielleicht eine 8. Ja, gut, okay. Ja, aber ich finde sowas cool. Das sind so Sachen, die einfach cool sind irgendwie. Ja, mag ich. Also ich sowieso, ich liebe das Thema sowieso. Maurice, wir haben uns ja auch schon oft viel drüber unterhalten, aber ich glaube, das ist ein Thema, das interessiert halt auch nicht alle Leute. So Grading, ja, gibt es immer so zwei Seiten. Entweder das interessiert dich komplett oder gar nicht, aber so ein Mittelding habe ich noch nie gehört. Aber das ist, glaube ich, im Kommen. Also ist auf jeden Fall deutlich größer geworden, die Aufmerksamkeit zu dem Thema. Gerade halt seit dieser Pokémon-Hype war, ist das schon sehr, sehr viel höher, das Interesse daran. Obwohl ich doch zugeben muss, also klar, ne, selber sich jetzt irgendwie gefühlt die ganze Sammlung graden lassen, das ist so das eine, aber generell, wer kann was dagegen sagen? Also erstmal for real, wenn du eine Karte haben willst, sagen wir erstmal Blue Eyes ist der Klassiker, ne? Ja. Und du willst halt die haben für deine Sammlung oder für ins Regal stellen, warum auch nicht? Dann willst du doch im Optimalfall den perfektesten Zustand der Karte haben und nicht die komplett geknickt ist da. So ist ja logisch, ne? Ja, ja. Und dann ist doch so eine gegradete Firma, die, also jetzt in Anführungszeichen unabhängig ist, halt sagt hier, das ist eine 10 perfekter Zustand, dann ist das halt einfach ein Garant dafür, dass die halt einen guten Zustand hat. Das ist halt voll cool. Also ich finde das eigentlich voll cool. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch da noch zwei Unterschiede. Und zwar gibt es ja Leute, die lassen graden und kaufen Karten, um langfristig damit Gewinn zu machen, ne? Die einfach nur Plus wollen und halt gar nicht so irgendwie einen Bezug dazu haben. So, und ich habe die Karten jetzt zum Beispiel hier stehen, so für mich, also ich freue mich jeden Tag, wenn ich daran vorbeilaufe, ja. Da ist jede Karte für mich was Besonderes. Und ich habe gar nicht die Intention, die irgendwann mal zu verkaufen. Klar, vielleicht macht man das, ne? Würde ich gar nicht ausschließen. Aber mir geht es primär nicht darum. Also ich freue mich einfach und es sieht einfach schön aus, wenn die da stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, verstehe ich. Also ist schon, nice, aber ja, also keine Ahnung. Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit über sammeln und so, wollen wir das Thema aufmachen? Also dieses Kaufding, also keine Ahnung, also das wird halt immer mehr. Ich meine jetzt indirekt, jetzt mal no joke, Julian, du bist halt mit schuld, ne? Wie gesagt, aber Kartenmarket-Watches und so, das war früher überhaupt nicht das Ding so. Ach, also früher war Deck-Profiles Opening. Mhm. Und das neue Deck-Profile-Opening sind Kartenmarket-Watches geworden. Und halt, Ich rede jetzt einfach zu Ende. Ja, aber das ist ja nichts Negatives jetzt an sich, sondern halt, es zeigt einfach, wie groß dieses Interesse daran ist, wie Kartenpreise sich verhalten. Ja, das stimmt. Warum lachst du so? Ja, das ist schon eine gewagte Aussage. Deck Profile und Openings heute, Deck Profiles und Market Watches. Ja, Deck Profiles geht immer weiter zurück. Ja, das stimmt. Ich glaube, Deck Profiles ist halt mehr so übergegangen in so Guides und so. Also ich meine, man sieht die Listen der Pro-Player und dann orientiert man sich halt einfach daran. So, ich glaube, die Bubble ist deutlich größer geworden, das ist viel nahbarer geworden in den letzten Jahren. Deshalb sind so Deck-Profiles von, ich sag mal in Anführungsstrichen, random YouTubern nicht mehr so relevant. Aber sind wir mal ehrlich, war das nicht auch zum Teil ein bisschen weird? So der Typ, der immer 0,5, weil es in der Locals geht, sagt dann, hey, das ist das geile Deck-Profile hier von dem Deck. Das ist natürlich dann auch immer, versteht man ja, dass man dann den YCS-Champion nimmt, der sagt, hier, so spielt man das Deck richtig. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen. Ja, ist ja auch richtig so. Also, ich war ja nicht negativ gemeint, sondern. Ja, ja, klar. Ist nee, halt einfach Fakt. Ja. Aber auch wenn ich in den letzten Jahren mal Deck Profiles geschaut habe oder so, auch gerade, ne, Banlist ist draußen so. Natürlich, wenn man spielt, dann gibt man erstmal ein Post-Banlist Tier Elements Deck oder so. Du findest halt auch echt nur Müll. Alles, was da. Ah. Also 80% ist Müll. Also, ich kenne so zwei, drei Kanäle, das sind aber dann halt so Deck Profile mit Replay immer, ne? Also, ja, wo du dann immer so Kombos im Replay siehst gegen andere Matchups. Die finde ich nicht verkehrt, als Orientierung.
Ja. Jetzt, keiner erwartet da eine YCS-Winner-Liste, ne? Also. Nee, aber da sind auch Listen drin, teilweise, klar, also, du findest jetzt zum Beispiel ganz viele Sprite-Listen, so als Beispiel mit Handtraps. Jeder spielt die mit Handtraps oder mit Toad. Aber gefühlt in 2 Wochen weiß jeder, dass diese Listen nicht the way to go sind. Und weiß ich nicht. Klar, es ist natürlich so ein Banist-Ding, aber aktuell finde ich, man kann sich nur auf sich selbst verlassen. Finde ich. Das sagt der, der in meinem Yu-Gi-Oh!-Team ist. Ja, gut, das hilft natürlich am einiges, das muss man schon sagen. Aber jetzt, wo alle in Dior waren, habe ich ein neues Format getestet und alles, was auf YouTube war, war basically ein Mist, muss ich sagen. So kam es mir vor. Aber ich glaube, das soll auch gar nicht halt, wie gesagt, eine YCS-Winner-Liste sein. Wenn was kommt, soll das doch einfach nur eine Orientierung sein. Und da geht es auch, ich sag mal, hart gesagt, um Schnelligkeit. Wie du schon sagtest, Banlist kommt, du gibst gefühlt instant bei YouTube ein, Post-Banlist, und dann willst du was sehen. Und wenn die erstmal 2 Monate brauchen, um gute Listen zu produzieren, dann ist zu spät so. Du musst sofort eine Liste haben. Und dann nimmst du halt die offensichtlichsten Kombos, die Standard-Lines, das, was halt so obvious ist, ohne um die Ecke zu denken. Einfach, um halt was Schönes zu haben und trotzdem zu zeigen, was das Deck halt irgendwie kann. Weil es kann ja trotzdem das. Also ist ja nicht, dass man jetzt da weggeht von. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist einfach, dass über die Jahre einfach Leute festgestellt haben, also so, ich sag mal, die größeren Leute, dass Deck-Profiles nicht der lukrativste Content sind. Dass es einfach andere Sachen gibt, die einfach besser ankommen und dass deshalb Deck-Profiles immer mehr zurückgehen. Und das Ding ist halt, wenn du beispielsweise nach einer Banlist dann nach was suchst, so, dann findest du nur so irgendwelche, no front, ist nicht böse gemeint, aber so 200 Aufrufe-Kanäle mit absolut, keine Ahnung, Kartoffel-Cam und Mikro. Und also, ist nicht böse gemeint. Ne? Kann ja trotzdem sein, dass der Inhalt trotzdem sehr gut ist, aber automatisch ist, glaube ich, einfach so die Abschreckung da, weil du niemanden hast, der, sag ich mal, established ist und diesen Content liefert. Davon gibt es einfach nur noch sehr wenige. Ja, das stimmt, aber die wenigsten Leute wollen halt auch ihre guten Listen sharen, weil die guten Listen in der Regel in Teams sind und du damit bestenfalls ein Turnier gewinnen möchtest. Danach zeigst du sie gerne, aber da hast du ja auch schon gewonnen. Ja. ja, aber das ist aber schon immer so gewesen, selbst wenn du von einem YCS-Gewinner eine Liste nimmst, sie ist eigentlich schon alt. Das stimmt. Also immer. Ja, genau. Also sollte man selten machen. Man kann sich Inspiration davon nehmen, aber auch Copy-Paste, das hat noch nie funktioniert. Vielleicht in seltenen Fällen, aber in der Regel funktioniert es nicht. Ja, und vieles ist auch Metacall-Sache. Ich meine, das ist immer dies, so wie Rika auch gewonnen hat, so, oh, Rika jetzt Tier 1. Nee, Leute, das Deck ist nicht Tier 1, das Deck ist gut, das Deck war ein Pick, niemand wusste, was das kann. Es war für das Event super und ja, es hat dann mal hier und da eine Regio getoppt, aber es war halt nicht das Top-Tier-Meta-Deck, es war halt ein guter Call oder Heroes, die einfach den National gewonnen haben. Hallo, was sagst du denn zu unserem Pick? Wir haben einfach mit Punkterion, da hast du mit dran gebaut an der Liste. Wir haben zu 5 dieses Deck gebaut, das hat die DM gewonnen und hat nie wieder was gerissen. Nie wieder. Ja, das ist, aber das hat auch mit der großen Shiftung der Meta zu tun gehabt. Aber ja klar, aber ja, das sind halt deswegen. Eigentlich ist immer, ja, der klassische Spruch, nach dem Event ist vor dem Event, ist halt wahr. Also, ja, so. Das Ding ist halt, sobald du ein Deck-Profile siehst, First Place, YCS, Champion, keine Ahnung, kennt's halt jeder. Dann brauchst du es gar nicht mehr nachbauen. True. So, also an dem Punkt ist dann spätestens jeder drauf vorbereitet. So, und dann lohnt sich das halt kaum noch. Ja, also man muss sich einfach versuchen, selbst viele Gedanken zu machen. Einfach generell auch mal alte Formate anschauen. Da kann man sich auch oft mal noch inspirieren lassen, weil Dinge, die früher gut waren, sind manchmal nach, gerade Band ist vielleicht auch danach wieder gut. Da kann man immer ein paar Vergleiche ziehen, anstatt sich vielleicht irgendwelche Deck-Profiles anzugucken von jemandem, der schnell einen Edo-Pro-Replay gemacht hat. Ja, klar, definitiv. Ja. So, ich würde vielleicht nochmal die Kurve nehmen und nochmal zurück zu der Kartoffel gehen. Mach mal. Wo geshootet wurde von den C zu den K. Nee, aber das ist ein Thema, was mich wirklich interessiert. Da können wir vielleicht ein bisschen länger drüber quatschen. Ja. Qualität. Also, jetzt no front an Seeker jetzt so, aber dein erstes Video qualitativ war halt auch eine Kartoffel, ne? Also ich man merkt, wie professionell YouTubing geworden ist, obwohl es so eine mega Nische ist. So. Ich meine nicht, dass es schlimm ist. So, ich meine nur, dass wenn nur das als Option verfügbar ist, dass es Leute einfach abschreckt. Ich wollte damit nicht sagen, dass also jeder fängt klein an, ne? So war das nicht gemeint. Aber, aber genau das, denke ich, wird immer mehr ein Problem. Früher konntest du mit nicht nur einer Kartoffel, sondern auch einem Toaster aufnehmen,
und es hat Zuwachs bekommen. Heutzutage musst du diesen Standard erreichen, der halt vorausgesetzt wird schon fast. Na, aber ich glaube, dieser Standard wird gar nicht vorausgesetzt. Ich meine, das können wir jetzt hier mal offen an den Chat fragen. Es sind ja jetzt gerade ein paar Leute hier, deswegen glaube ich, ist es vielleicht gut, das einfach mal zu hören. Achtet ihr da einfach eigentlich bewusst darauf, mit wie gut die Kameraqualität ist? Weil ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt mit einer Webcam aufnehme, mit Full HD und Ton, stimmt, genau. Oder ob ich jetzt mit meiner teuren Kamera aufnehme. Ich glaube, den Unterschied, den hat exakt keiner mitbekommen, außer ich selber. Und ich selber bin damit halt dann einfach zufrieden. Aber ich glaube nicht, dass es vielen Leuten auffällt, wenn ich ehrlich bin. Ja, auffallen vielleicht schon, ist die Frage, wie sehr es stört. So, das ist halt eher so die Frage, oder? Ja, genau, wie sehr es stört. Ja, aber du redest ja gerade von, jetzt zum Beispiel Webcam, die Full HD hat, und wir reden von wirklich irgendwie, keine Ahnung, das Nokia von vor 20 Jahren. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Also das Ding ist, wenn du mit deinem Smartphone aufnimmst, ist das meistens schon genug. Gefühl. Ja. Also, ne, du kannst sehen, was passiert, du kannst hören, was passiert, und das reicht schon. Aber ich rede wirklich von so Kanälen, die mit 3 FPS aufnehmen, wo du kaum was verstehst, wo die Videos nicht gut aufgebaut sind, etc. Der Hintergrund nicht anschaulich ist eine Sache, die sehr oft unterschätzt wird. So, das sind alles so Sachen, die sich summieren, die automatisch bei dir dieses Bild entstehen lassen. So, das ist nicht gut, obwohl es inhaltlich gut sein könnte. Und das ist fies, aber das ist einfach heutzutage die Realität. Sehe ich so. Ja, aber jetzt hier wird auch schon geschrieben, dass die Kamera tatsächlich nicht so wichtig ist, aber der Ton scheint hier sehr wichtig zu sein. Ja, gut, ne? Man muss halt auch verstehen, was da gesagt wird, ne? Ist richtig, aber wenn du nur verstehst und nicht siehst, dann macht das ja auch keinen Sinn. Aber auch da, also die neuesten Handys, wenn du jetzt nicht im Tornado stehst, ist der Ton im geschlossenen Raum, wo ruhig es ist, eigentlich auch. Ja. Solide, also klar, ne, es geht besser, Luft nach oben ist da natürlich da. Aber es ist halt solide, ne? Ja. Also für den Anfang so. Aber da fällt mir sogar so eine kleine Geschichte ein. Mhm. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich Formate parodiert habe. Und da habe ich auch Openings parodiert. Und ich wollte extra diese Leute, die halt wirklich mit einem Toaster aufnehmen, parodieren. Also ich weiß nicht, wie Leute das wirklich schaffen. Ich habe ein Handy genommen, was seit 5 Jahren nicht mehr aktuell ist. Also es liegt 5 Jahre zurück. Das Video war vor 3 Jahren oder so. Also das Ding war 8 Jahre altes Handy zum heutigen Stand, ne? Und ich wusste nicht, wie ich das so beschissen machen kann. Ich habe mit meinem Finger das Mikrofon zugehalten und habe alle Lichter ausgemacht im Raum. Nur von draußen durch so ein kleines Fenster kam Licht. Und es war immer noch eine bessere Qualität als manche, die so hochladen. Ich check's nicht. Wie machen die das? Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Wie geht das? Also man muss sich ja wirklich anstrengen. Ich muss aber sagen, so, das ist nicht, also versteht das nicht falsch. Ist kein Front an irgendwen so. Wenn ihr euer erstes Video hochladet, kein Mensch erwartet, dass ihr so einen 4K-Kinofilm raushaut, okay? Ja, nein. Auf gar keinen Fall. Hey, mein erstes Video war halt, da hast du die Sonnenstrahlen gesehen durchs Rollo, was nicht ganz unten war. Da war kein Licht an. Der Einzige, der was gesehen hat, war ich. Ja, das haben wir alle. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber bei manchen Leuten hast du das Gefühl, sie strengen sich wirklich an, dass es so kacke wie möglich aussieht und sich so kacke wie möglich anhört. Also. Ja. Aber da frage ich mich auch, also die meisten. Also ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass jemand sagt, oh, ich mache heute Yugi-Videos, lad hoch, fertig, Tonquali scheiße, und denkst du dir so, ja, gutes Video. Also die werden ja vorher auch zumindest selber mal, selbst wenn die Yu-Gi-Oh! Gerade jung dabei sind, mal bei YouTube eingeben, Yu-Gi-Oh! Also jetzt vermute ich mal, das würde ja jeder wohl mal gemacht haben. Und da siehst du doch andere Kanäle und sagst, okay, das ist deren Standardqualität, wie nennst du es willst. Und dann sagst du, ich mache jetzt selber ein Video. Und dann muss die Person ja denken, entweder ich kann gerade nichts Besseres machen, lad's deswegen hoch. Oder denkst du, das ist ein gutes Video oder nicht? Also von der Qualität her jetzt. Inhaltlich ist eine ganz andere Sache. Ne? Inhaltlich also, kann halt immer gut sein. Ich glaube, ich bin da ein ziemlich gutes Beispiel, denn ich habe mir die, wo ich das erste Video hochgeladen habe, gar keine Gedanken gemacht um die Qualität, weil ich hatte damit gar keine Intention, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich auch gar nicht, warum ich es gemacht habe. Ja? Ich habe das einfach hochgeladen und das sah halt auch dementsprechend aus. Ne? Also ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht, oh, ist das nicht jetzt gut? Oh, sieht da jemand was? Nee, überhaupt null. Ja, same. Ja, also ist literally auch die Story von meinem ersten Video. Ich glaube, da geht's vielen so. Aber
Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist der eine Punkt, woran ich es mir erklären könnte. Ich glaube, für viele sind gerade so Schnittprogramme und so ein Zeug sehr kompliziert für den Anfang. Vielleicht macht man sich da auch zu viele Gedanken, legt irgendwelche Effekte drüber Ja. oder keine Ahnung, oder rendert das Video 20 Mal und dann, das ist so das Einzige, was ich mir erklären könnte, woran es dann scheitert. So, das wäre auch noch verständlich, weil ich muss sagen, für den Anfang ist gerade das, glaube ich, sehr kompliziert. Ja, da hast du recht. Das ist auch so. Aber Ja, es gibt aber. ja auch, sorry Boris, es gibt aber Nee, auch mach ruhig. Kanäle, die machen das von Anfang ziemlich gut. Das muss man auch mal sagen. Es gibt nicht so viele davon, aber es gibt auch welche, die haben von Anfang an einen sehr hohen Stellenwert oder auch eine hohe Erwartungshaltung an sie selber, dass es schick aussieht. Das gibt's auch, ne? Aber es ist nicht so viel, muss man auch klar sagen. Ja, was ist halt viel? Die YouTuber-Szene ist allgemein nicht so groß. Ist Also, richtig, ja. das ist natürlich schwierig. Und dann kommt halt auch zu, ne? Also, jetzt mit Ansprüchen, Geld, also klar, ne? Wie gesagt, man muss jetzt keine 4K-Kamera kaufen, aber manche sagen sich, ich habe jetzt hier das, was ich habe, das reicht mir und ich habe jetzt keinen Bock. Ich will entweder ganz oder gar nicht und dann bleibe ich lieber da, so, weil 300 Euro mal eben investieren für irgendwas, wo man sagt, so, ja, weiß ich nicht. Ist halt dann auch schwierig manchmal, ne? Ja, da hast du recht. Die Intention ist halt die Frage. Aber das ist ja, glaube ich, immer so. Vor Aber allem ich ist habe. man ist nie fertig, ne, eigentlich. Und also selbst Ja. wenn du für den Moment denkst, boah, ich habe jetzt alles perfekt, dann fällt dir als Content Creator in einem Jahr wieder ein, oh, eigentlich könnte ich ja doch mal ein neues Mikrofon holen. Vielleicht ist das noch ein bisschen besser als das andere. Notwendig ist es an sich vielleicht nicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall so. Also, gerade wenn du einen, ich sag mal, gewissen Eigenanspruch hast. Also, ich sag euch ganz ehrlich, so manchmal schaue ich mir Videos an, die ich vor 2 Monaten gemacht habe und denke mir, Junge, so, keine Ahnung, was hast du Ja. da gemacht? So, ne? Also, du lernst ja auch immer mehr dazu. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber zum Beispiel bei mir im Schnitt, im Editing und so, gibt es immer wieder, immer noch neue Sachen, die ich rausfinde. Ja. Und Ja. da finde ich, lernt man nie aus. Und da sollte man auch nie versuchen, auszulernen und irgendwann zu denken, okay, ich kann jetzt alles. So, und das ist, finde ich, auch irgendwo der Unterschied zu Leuten, die es halt nicht vom Herzen machen. So, ne? Ja, das stimmt. Aber generell ist es auch, glaube ich, immer, man verändert sich weiter. Auch wenn du alleine bei Thumbnails musst du ja gucken, ne? Auch die verändern sich in der Regel qualitativ. Wenn du da mal die ersten Thumbnails anschaust, so wahrscheinlich bis heute, denkst du ja auch, ach du Scheiße. Boah, ja, auf Ne? jeden Fall. Hilfe. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass allgemein auch sowas, also Videotitel, Video-Thumbnail oder Videoformate, ja eh was Dynamisches ist, ne? Also, wie gesagt, vieles wird halt irgendwann nicht mehr gefragt oder man geht mit den Trends, sag ich mal, der so Ja. entsteht. Klar, ein bisschen Weiterentwicklung gehört ja für einen immer dazu. Du willst dich ja nicht nur anpassen, sondern du möchtest ja auch das für dich selber auch interessant und spannend halten. Aber anpassen? Also, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt, also ich. Weiß es nicht, was eure Intentionen sind, aber allgemein habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass einer von euch versucht hat, sich anzupassen. Ich glaube, das ist auch der Fehler bei vielen, Ja. die sagen, ich will dem Standard, was auch immer der Standard ist, es gibt keinen Standard eigentlich, ne? Aber den Standard anpassen, weil ich glaube, allein wenn du so denkst, dann wirst du dich eben nicht weiterentwickeln, dann wirst du nicht was Eigenes auf die Beine stellen, Anführungszeichen, weil du halt einfach jemanden versuchst nachzueifern. Du musst einfach du sein, so. Das ist halt der Weg to go, so. Klar, also ich meine, das ist ja, da wären wir wieder beim Anfangsthema. Deswegen macht ja Chan auch gerade nicht mehr seinen Zweitkanal. Oh, true. Ja, Ich wollte. um aber nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen mit dem Market Watch, finde ich. das ist auch so ein Ding. Turn around. Also, wo wir dabei sind, sich nicht zu sehr an anderen zu orientieren. Wir haben genug Market Watches Ja, in das Deutschland. stimmt. Aber das ist eh noch ein Thema, das wollte ich aufmachen. Oh, jetzt kommt's wieder. Ja, nee, pass auf. Ich hatte eigentlich vor, da kann der Chat auch mal zuhören, ein Video darüber zu machen. Wie schädlich sind Market Watches? So, ich mache das selber, keine Frage, aber es ist schon ein Thema, was man. Ich nehme mich auch nicht raus, ne? Also ich bin genauso drin in dem Ding wie alle anderen. Aber ich finde trotzdem, dass man da auch mal kritisch drüber sprechen kann, denn ein Market Watch beeinflusst natürlich den Markt. Da sind wir uns alle einig. Auch wenn die Intention dahinter nie das ist, dass ich Preise zum Beispiel hochtreiben möchte, können viele Leute glauben, ey, der kauft die Karte 2000 Mal und erwähnt die dann im Video. So mache ich in der Praxis nicht, ne? Aber natürlich kann das so rüberkommen. Und natürlich finde ich dann, dass ein Market Watch in so einer Form auch schädlich ist, weil der natürlich die Preise hochtreibt, manchmal gerechtfertigt, manchmal auch weniger gerechtfertigt, ne? Weil auf die Meinung, die gesagt wird, natürlich teilweise viel Wert gelegt wird, auch mit sinnlosen Käufen. Nur wenn man sagt, man findet eine Karte gut, kaufen auf einmal 100 Leute die Karte, kann man dann auch nichts für, ne? Hart gesagt, aber ich finde, Market Watches an sich sind halt auch nicht, also die sind schon irgendwo schädlich, oder sehe ich das falsch?
Ja, jetzt also ich Frage, würde sagen, so, Maurice, willst du zuerst? Ja, also ich würde halt gerne die Frage eingegrenzter haben. Schädlich worauf? Schädlich für Preise, schädlich für die Community, schädlich fürs Spiel. Also für was jetzt schädlich? Schädlich für die Community, weil die dann den teuren Preise zahlen müssen. Ja, stimmt, hier ist ein gutes Beispiel. Der flinke Mondfisch, oder wie das Ding heißt, hier von Joshua Schmitz in Deckprofile. So, sag was dazu. Ja, aber was heißt schädlich? Also, ey, also keine Ahnung, ne? Wie gesagt, ich bin nicht in diesem Market Watch Game drin und ich guck sowas auch nicht. Also, ich habe auch keine Ahnung, was Preise meist sind aktuell. Ich weiß halt nicht, ist das. Also, natürlich, ne, wenn eine Karte von 20 Euro auf 30 Euro spiket, klar, ne, ist voll prozentual, voll viele Steigerungen. Aber ist das jetzt so eine Wertsteigerung, dass man sagt, deswegen spiele ich jetzt kein Yu-Gi-Oh! Mehr? Also, verstehst du, wie ich das meine? Verstehe ich, aber ich meine, gerade wenn wir in einem teuren Format sind, dann wird eine Karte, die vielleicht günstig war, dann auch noch teuer. Und das könnte dann schon dazu führen, dass irgendeiner dann mal sagt, ey, die Karte hat gestern noch 2 Euro gekostet, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich zahle jetzt nicht 30 Euro anstatt am Tag davor vielleicht nur 6 Euro für das Playset. Das kann ich wiederum schon verstehen. Also ich muss sagen, so, wenn wir doch mal auf das Beispiel von Joshua Schmidt zurückkommen, mit diesem Fisch da. Das Ding ist, der ist ja schon ein Name in der Szene, muss man dazu sagen. Und es ist so ein bisschen so gefühlt, wie wenn Elon Musk in einen Coin investiert. Ja. Bei Krypto. Oh, so. Das gab's ja noch gar nicht. Ja, nein, also, so es, also das ist einfach so ein Ding. So, wenn halt eines der, ich sag mal, so höchsten Tiere sagt, hey, das ist krass, dann ist ja, also es ist ja unvermeidlich, dass es dann steigt. So, und ich glaube, also das ist vielleicht doof, aber da kann man leider halt einfach nichts dran machen. So, ne? Nee, ist auch so. Aber wie gesagt, man muss dann einfach nur mal verstehen, dass die Intention dahinter, ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht die ist, dass man Karten unnütz teuer machen möchte. Auch wenn das manche Leute immer denken. Aber du erwähnst ja verschiedene Karten. Ne? Du machst ja nicht ein einziges Deckthema. Ja. So eine Folge, heute gucken wir nur Sprite-Karten an, lol. Sondern du guckst ja schon viele verschiedene Karten an. Und also ich habe ja keine Statistik. Also ich bin halt Laie. Ne? Das ist jetzt komplettes Halbwissen. Aber ist das nicht so, dass dann für ein Deck, also sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, Sprite so. Okay, wird gehypt von Joshua, wird in deinem Market Watch erwähnt, von wegen, die sollte man sich jetzt ranholen, weil die steigt wahrscheinlich. Gerade weil zum Beispiel Joshua das erwähnt hat. Ja, dann wie viel teurer wird das Deck am Ende? Sagen wir, das Deck kostet jetzt 700 Euro. Mhm. Was kostet dann am Ende? 750 Euro? Also sind das wäre sogar zu viel noch sogar. Also das macht dann, also bei so Karten, die schon einen etablierten Preis haben, macht es tatsächlich gar nicht so viel aus. Eher bei Karten, die den Preis noch nicht so etabliert haben. Gutes Beispiel ist Moyer, hat, wo ich sie zum ersten Mal erwähnt habe, glaube ich, 3 oder 4 Euro gekostet. Die kostet jetzt 11 oder 12 Euro. Das ist vielleicht ein besseres Beispiel. Ich glaube, das sind so Sachen, die man halt vorher nicht auf dem Schirm hat. Und das sind meistens so ein, zwei Beispiele, denke ich mal. Ja. Aber ist auch nicht bei jetzt Moyer, wie teuer war das Deck vor dem, dass Moyer gespiked ist und wie teuer danach? Ohne Baron 30 Euro mit über 100 irgendwas. Was? Ja, mit Baron. Solcher, eigentlich musst du Baron rausnehmen. Nur den Core meinst du. Ja, genau. So. Also dann ist es jetzt 30 Euro mehr, sagen wir mal. Oder vorher 50 Euro mehr. Ja, ich finde schon. Also Leute, ne, das ist viel Geld so. Aber wenn du bereit bist, ein Deck für ein Turnier zu kaufen und sagst, ja, 500 Euro gebe ich dafür aus, würdest du dann bei 550 sagen nein? Also ich würde es trotzdem kaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es manche Leute, dass manche Leute sagen, ja, vielleicht jetzt dann doch nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich halt auch nicht, keine Ahnung. So. Ja. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich beiße immer den sauren Apfel dann halt. Also bestes Beispiel ist Bestials, so, oder auch, Can, du musst dich auch kaufen, ne? Bestials für YCS, so, ja lol, dann gebe ich halt 100 Euro für alles aus, so. Ja, wenn du ich denke dann auch nicht nach, was es kostet. So, wenn ich auf eine YCS fahre, dann stellt sich für mich nicht die Frage des Preises, dann kaufe ich es. Da muss man aber auch dazu sagen, das, was du jetzt gesagt hast, so, das ist, denke ich, für uns alle drei so, wenn wir Bestials brauchen für 100 Euro, dann holen wir uns die. Aber das ist eine sehr privilegierte Sichtweise. Das stimmt, ja. Das kann aber sich nicht jeder leisten. Ja, das ist richtig, aber allein nach Dortmund, okay, jetzt für dich, weil man da wohnt, lol. Aber
aber wenn man jetzt zu einer Stadt reist, Hotel, etc., das ist ja eh schon übertrieben Luxus. Also da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Das ja, ist so privilegiert, einfach so einen Urlaub sich zu gönnen für 3 Tage so oder so. Das ist ja eh schon krass. So. Ja. Und keine Ahnung, also ich denke mal, wenn das halt jemanden stört, sind es ja eher die selbst Casuals nicht, die holen sich ja meist auch selten Einzelkarten, oder? Also ich würde eher denken, dass Casuals mehr so, also die richtigen Casuals, die so im Keller mit Freunden spielen, die niemand kennt, so. Weil Locals, Leute, da gibt es ja auch viele, die sagen, ich spiele einfach Low Budget, ich hole mir kein Droplet, ich spiele Cake, let's go, so. Ja, aber warum? Macht natürlich, wie bitte? Ja, aber warum? Also nicht weil es besser ist, sondern weil sie halt einfach nicht das Geld dafür haben. Ja, yeah, genau. Ja. Aber die haben auch nicht, aber die sagen ja selber, ja, ich werde jetzt kein YCS-Champion, so. Also, ja. Ja, das stimmt, das stimmt schon auf jeden Fall, ja. Also, und on Locals-Ebene ist ja eh so mehr, also, ich habe das Gefühl, ja, ich weiß halt nicht. Natürlich ist ärgerlich für so einen Local-Spieler, eine Karte spiked aufgrund irgendein dummes Market-Watches oder weil irgendein Yoshi das gesagt hat. Und dann ist dein Lieblingsdeck und dir fehlt noch eine Kopie. Und dann musst du halt, sagen wir mal gerade so eine junge Person, also so 14 Jahre alt, die muss dann halt, sag ich mal, eine Woche oder einen Monat länger warten wegen Taschengeld so ungefähr. Das ist natürlich dann wirklich Shit so. Ja, ich meine hier, Flinke ist ja das beste Beispiel. Angenommen, der kleine Timmy kauft sich Flink oder will sich Flink kaufen, 2 Tage später kostet sein Playset 60 Euro. Ja. Aber ist die Frage, ist für einen kleinen Timmy Yu-Gi-Oh! Nicht allgemein vielleicht zu teuer? Also ja, ich würde sagen, nicht mal unbedingt der kleine Timmy, aber wie viele Leute gibt es, also die auch schon, also keine Ahnung, so im Alter 16, 17, 18, 19 sind, die halt einfach studieren oder so, kein eigenes Einkommen haben. So, also ich muss auch sagen, 2017 oder so hatte ich auch noch nicht das Geld, mir ein krasses Metadeck zu beschaffen. So. Und das hat mich schon geärgert, als Trickstar Reincarnation plötzlich nicht mehr 5 Euro, sondern 25 Euro gekostet hat oder so pro Stück. Und das ist aber, das ist nun mal das Ding, es lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Aber hast du es gekauft? Boah, ich habe, also ich muss echt sagen, ne, das war meine erste YCS damals. Ich habe es mir tatsächlich gekauft, aber es hat richtig weh getan. Guck mal, du ärgerst dich, dass es spiked, aber kaufst es dennoch. Das ist halt schlecht dann, ne? Ja, aber ich habe es danach auch wieder verkauft, muss ich dazu sagen. Hoppala. Aber ja. gutes Beispiel jetzt vielleicht, ne? Also ich kann jetzt meine Karte holen, das ist jetzt kein Flex, ne? Aber ich habe jetzt 2 Thrusting ja, hier. Ja, er flex! Nein, das ist kein Flex. Ich habe 2 Thrusting hier. Ne? Das ist eine Karte. Da wollte ich das Geld nicht für bezahlen, bin ich ehrlich, weil sie sehr teuer ist und ich noch nicht mal weiß, ob ich sie in meinen Decks aktiv spielen möchte. Ja? Ja. Aber ich habe sie trotzdem gekauft, weil ich mir sicher bin, dass es eine Meta-Staple ist, dass sie langfristig gespielt wird. Ich gehe damit bewusst ein, das Risiko, dass die Karte vielleicht droppt und ich damit dick Minus gemacht habe. Aber es ist eine Karte, wenn du competitive spielst, die du besitzen musst, wenn du auf einer hohen Ebene mitspielen möchtest. Aber gerade bei Staples, also, ist das nicht so, also, in dem Moment ist halt krass viel Geld, aber auf the long distance relativiert sich das auch voll. Also, nur als Beispiel Ash. Ja. Du hast Ash gekauft, als sie rauskam. Ging eine Kopie 60, 70 Euro. Ja. Hast Playset gekauft, bist ein paar Hunderter los. Aber wenn du die seitdem gekauft hast und seitdem spielst, streng genommen ist das Geld schon 100.000 Mal drin. Das stimmt. Und ja, aber ich meine, was ein bisschen schädlich war bei der Secret Rare Reprint in der Tin, aber an sich hast du recht. Hä? Nee, es ändert ja nichts. Du kaufst sie ja nicht als Wertanlage. Du kaufst sie, um zu spielen, um Spaß damit zu haben. Und wenn du die Karte 4, 5 Jahre in dein Deck spielst und sozusagen sagst, die hat mir immer gute Dienste erwiesen, so nostalgiemäßig, dann hat sich das ja gelohnt quasi. Aber das ist ja genau das Ding. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Macht man das, um eine Meta-Staple zu haben, die man über 5 Jahre spielen wird, oder um vielleicht zu investieren? Und da muss ich sagen, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Auch wenn es manchmal vielleicht easy zu predicten scheint, welche Karten teuer sein werden etc. Aber gerade eben für Leute, die nicht viel Geld haben, also sich das nicht im Überfluss leisten können und dann aber darauf vertrauen, sage ich mal, auf so Market Watches etc., die sind dann mal schnell gutes Geld los, ne? So, das darf man auch nicht außer Acht lassen, so, weil es ist einfach, muss man sagen, nicht jeder kann sich das in dem Ausmaß leisten und ich glaube, der Punkt, wo es einfach kritisch wird, ist, wenn Leute sich darauf verlassen, Geld investieren und das dann am Ende los sind. Und da wäre es vielleicht einfach an der Stelle dann angemessen zu sagen, Leute, das ist nur eine Prediction, das ist kein Spoiler, so. Keine Kaufempfehlung.
Ja, sondern es ist nur eine Orientierung. So, wenn ihr das Geld nicht habt, dann ja, buttert es nicht ohne nachzudenken da rein. Aber da muss man auch Ja. sagen, das ist auch das Gleiche mit Pack-Openings beispielsweise. Ich würde einfach Na. sagen, Market Watches sind in der Hinsicht einfach nur der nächste Schritt nach Pack-Openings, weil die hypen auch Preise in die Höhe. So, ne? Ich würde Das fast sogar stimmt, ja. sagen, Market Watches haben in der Hinsicht Pack-Openings so ein bisschen ersetzt. So, und Ja. also die Thematik gab es halt schon immer. Ja, Das gut. ist richtig. Aber da muss man halt auch wirklich sagen, Leute, sucht nicht das schnelle Geld. Wenn das schnelle Geld so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Also weiß Ja, ich halt eben. nicht. Vor allem durch die ganzen neuen Steuergesetze sowieso nicht mehr. Und wenn du denkst, ich kaufe jetzt eine Karte, die Market Watch ist, ich habe das Video, als es rauskam, erster Klick war ich kaufe jetzt noch 100 Stück auf, damit der nächste dann nochmal 100 kauft und dann habe ich ja 2 € plus gemacht pro Kopie, sind am Ende 200 €. Ja, Leute, also weiß ich halt nicht. Das ist halt eigentlich die falsche Intention so. Ist es Und auch, vor allen Dingen stimmt. fällt man damit auf die Nase und Julian hat es gerade gesagt. Eigentlich ist das gewerbliches Handeln und wenn du kein Kleingewerbe hast, dann kommt das Finanzamt und sagt: Hallo! Ja, Also, deswegen auch. von Maskenkäufen sollte man absehen. Wenn du dir für dich das Playset kaufst, glaube ich, sagt niemand was gegen, weil sowas ist generell an sich nicht so blöd von fast allen Karten, die halt Meta-Stables sind oder Potenzial haben, einfach ein Playset zu besitzen. So, das, wenn du dir das leisten kannst und du auch bereit dafür bist, so in dein Hobby zu investieren, go for it. Aber wenn du da halt keinen Bock drauf hast, so mein Gott, lass es sein. Ja, aber da finde ich halt auch ein bisschen Konami in der Verantwortung. Also, zwar ruhig jetzt teure Staples zu haben und so. Ich meine, es ist Secret Rare Karte, könnte auch eine Common sein, lol. Ja, aber halt auch, wie gesagt, wie zum Beispiel Structure Decks, die dann ganz gut sind und so. Ich meine, ey, Ash kommt jetzt nochmal, lol. Kam Ja. völlig unerwartet. Das ist ja nice, so, das ist ja nice, so. Und wenn es halt für Casuals ist, dann ist zwar der Kompromiss, ey, ihr müsst ein halbes Jahr warten. Also ganz oft ist das ja so. Eine Karte kommt ein halbes Jahr dann ins Reprint, sie kostet vorher gefühlt 80, nach dem Reprint dann sinkt sie oder sie kommt ins Structure Deck und von irgendwie 30 € ist sie nur noch 1 € wert. So. Ja. Da muss man halt warten. Ist halt schade, dass man warten muss, aber ja, dann. Du willst ja eh kein Turnier spielen dann, Ich in der weiß. Regel. Aber Ich da würde jetzt muss aber man an aber dieser auch, Stelle. zu dem Punkt Reprints muss Ja. man auch sagen, das hat sich in den vergangenen Jahren auch ein bisschen geändert. Also ich erinnere mich an Karten, die teilweise 3, 4 Reprints bekommen haben und dann trotzdem noch so 30 € gekostet haben. Also Ja, das ist halt crazy. Droplet. Ja. Aber Droppel. ich würde jetzt an dieser Stelle aber gerne mal einen Haken dahinter machen, denn wir gehen ja auf unsere Stunde zu und ich würde jetzt gerne die letzten 10 Minuten nochmal nutzen, um jetzt wirklich aktiv Fragen aus dem Chat reinzunehmen. Wir können natürlich nicht auf jede eingehen. Aber wenn wir hier schon noch zu der Zeit 126 Leute haben, würde ich denen gerne auch einen Raum und eine irgendwie die Möglichkeit geben, uns nochmal Fragen zu stellen. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt einfach auch, ja, ihr habt ja sicherlich offen, lest einfach mal durch, jeder kann es ja vielleicht wieder eine rauspicken. Ja, aber wie gesagt, genau. Also wir gehen jetzt nicht auf alles ein und Nee, eine, wir werden 3 Stück insgesamt nehmen, mehr nicht. Also Ich finde es überlegt euch was geil, dass Gutes. ich finde immer geil, wenn so eine Frage stellt, kommt die erste Frage, ist das Meta oder wird das Meta sein? Ist faszinierend. Es kommt immer sofort, solche Fragen. Ja, Die kommen immer, ich hab da schon eine Frage, die ist gar nicht so schlecht, glaube ich, aber ich will noch mal einen Moment warten. immer. Na. Mann. Ja. Wir wollen anfangen. Komm, ich habe das letzte Mal angefangen mit Instagram-Fragen. Chan war der letzte Mal. Komm, Chan darf anfangen. Ja, Oha, er wird einfach so vor die Hunde geworfen. okay. Das Ja, so ist läuft schon das doch bei fies, uns. okay. Ja, Julian ist heute gemein unterwegs. Ja. Ja. Julian, das ist so das 10. Mal oder so, dass ich heute deinen Chat carryen muss, okay? Das stimmt, ja. Ja, okay, komm, dann nehmen wir das. Würdet ihr alle eure komplette Yu-Gi-Oh! Knowledge aufgeben, damit ihr wieder das alte Yu-Gi-Oh! Spielen könnt? Boah, nee. Ja, komm, nicht nur Ja-Nein-Fragen. Ja, nee, also Antworten meine ich. Du musst ja, schon noch also, aus. das alte Yu-Gi-Oh! Fühle ich halt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich weiß, da mache ich mir keine Freunde mit, aber ich bin niemand, der Yu-Gi-Oh! Früher gespielt hat. Oh! Ich bin niemand, der Yu-Gi-Oh! Früher gespielt hat. Also, ich bin ein Späteinsteiger. Ich habe erst das Spiel angefangen 2016 oder 2017. Und wenn ich mir heute alte Replays anschaue, oder das Yu-Gi-Oh! Von früher, auch gerade Goat, muss ich so hart sagen, ich finde es zum Kotzen.
Also ich finde das ganz, ganz, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Wirklich. Okay. Bucky Goat ist was anderes, ne? Das ist auch für mich so, das hat mit Yugi nicht so viel zu tun. Aber wenn ich mir Goat angucke, dann setze ich da Leute in den Spielen Goat, lass mal eine Runde Goat spielen, denke mir, okay, mach mal. Aber für mich ist das nix. Hier kommen einfach die Meinungen, die unbeliebten Meinungen raus heute, merke ich schon hier. Ich fühle es überhaupt gar nicht als Yu-Gi-Oh! Okay, damit habe ich keine Antwort. Aber wann ist jetzt so Edison-Format für dich auch noch alt? Nicht. Ja, geht auch nicht. Auch nicht. Hä? Wieso? Edison ist zu alt für dich. Ja, Lightsworn, Gladiator Beast. Nee, habe ich nicht gespielt, fühle ich alles nicht. Hä? Wow. Also bist du dieser Nostalgiker? Kenn ich nicht, mag ich nicht, alles nur, was ich gespielt habe, ist geil gewesen. Ab wann hast du denn gespielt? Auf Local. Ja, ich habe Zudek-Format angefangen. Wow. Ja, ich habe Edison neulich auf Local gegen jemanden gespielt, nachdem wir mit unserem Duell fertig waren. Der hat mir ein Deck in die Hand gedrückt. Ich dachte mir so, okay, in welchem Jahr bin ich jetzt angekommen? Was hast denn gespielt? Irgendwie so Feen-Chaos-Zeug. Es ist doch, also, aber das ist, ja, keine Ahnung, das ist so komisch, wenn du keine Verbindung dazu hast, aber das weckt so richtige Gefühle in einem. Boah, ja, aber wir sind auch ewig dabei gefühlt schon. Ja, das muss man dazu sagen. Also, weiß ich nicht. Also das Ding ist, also, ich würde es auf keinen Fall, okay, sammeln, reden. Und zwar, ich mag einfach Yu-Gi-Oh! Allgemein, und zwar alles. Ich bin auch einer der wenigen, die Speedrun spielen. Ich bin ja auch, ich spiele auch Master Duel gerne, ich spiele auch Duel Links sehr gerne, ich spiele auch Goat gerne, normale TCG gerne, aber... Warte kurz, spielst du auch Cross-Duel noch? Nein, nicht mehr. Okay. Aber ich hab's gespielt. Ich hatte ein Meta-Deck und ich hatte alles freigeschaltet. Ja, aber ich mag Abwechslung so. Und ich finde es halt gerade schön, mal wieder Goat zu spielen, mal das zu spielen, mal dies zu spielen. Aber zum Beispiel bei Goat, das muss ich zugeben, wenn jetzt so war, okay, du verlässt das normale TCG, spielst nur noch Goat. Jetzt die nächsten 5 Jahre, totlangweilig. So, weil ich brauche Wandel, ich brauche Veränderung, ich brauche andere Sachen mal so. Aber mal ist das ultra nett, ultra cool. Also jetzt meine Ansicht halt. So. Mhm. Und ich denke, ich mag die Vielfalt so, weil ich einfach Yu-Gi-Oh! Mag so, ne? Ja, ist eine gute Antwort eigentlich. Ja. Ja, hat Jan jetzt eigentlich richtig geantwortet? Nee, ne? Nee, noch nicht. Also ich muss sagen, gekonnt umschifft das Ganze. Ich habe ja kein Problem damit, darauf zu antworten. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall eher bei Maurice, was das angeht. Also, ich muss sagen, ich hatte auch so in den letzten 2-3 Jahren habe ich echt viel Goat gespielt und also das normale TCG habe ich ja teilweise komplett geskippt. Und ich muss sagen, das wurde auf Dauer auch unerträglich. Also das irgendwann hast du das einfach zur Genüge gesehen und aber für zwischendurch ist das echt cool. Und ich muss sagen, so generell jetzt nicht mal so auf Formate beschränkt oder so, sondern einfach die Zeit, als man, das hast du jetzt nicht gehabt, Julian, aber als man so draußen mit Freunden einfach Yu-Gi-Oh! Gespielt hat, irgendwie so den ganzen Tag mit irgendwelchen Karten ohne Hüllen draußen auf dem Schulhof oder so. So, das, also, das war einfach eine tolle Zeit, aber es ist halt auch einfach eine schöne Erinnerung. So, ne? Und ich würde jetzt nicht wieder dahin zurückgehen wollen, sondern ich erinnere mich einfach gerne an die Zeit. Manchmal schwelgt man so ein bisschen in Nostalgie, aber auf der anderen Seite so, das damals war ja auch mal die Gegenwart. So. Also man entwickelt sich ja konstant weiter und man hat ja immer wieder, findet man was Neues, was dann halt dann doch irgendwo Spaß macht und so ist es halt in Yu-Gi-Oh! Auch wenn es mal Phasen gibt, die einem nicht gefallen, kommt auch immer wieder was, wo man dann sagt, boah, doch, da habe ich jetzt doch wieder Bock drauf, mich wieder intensiver damit zu befassen. Ja, das ist schon richtig. Ja, definitiv. Ja. Ja, dann Julian, du kannst eine Frage machen. Ja, also ich habe hier eine Frage, die ist ein bisschen unangenehm. Wann wird der Januar-Podcast nachgeholt? Hä, das ist ja eine falsche Frage. Wir haben doch den Januar-Podcast gemacht, am 1. Januar. Ja, okay, stimmt. Hallo, nehmen wir den. Unser Vorsatz war, jeden Monat eine Folge dieses Jahr. Das war unser Ansatz. Wir haben den 1. Wirklich? Februar weit verfehlt, aber... Februar kommt einer. Und im März wird es auch eingeben. Aber Leute, ist auch manchmal ein bisschen kompliziert, mit 3 Leuten einen Termin zu finden. Stimmt. Wir haben parallel dazu noch einen anderen Termin mit einer noch etwas größeren Gruppe versucht zu finden. Das war auch Katastrophe. Wie lange sind wir jetzt beim Verschieben? 2 Wochen? Ja, eben. Wir wollten eigentlich am 1. oder 2. aufnehmen. Also. Ja. das war schon
ja, wieder so typisch wir so. Ja. Ja, aber ich glaube, das lasse ich trotzdem als Frage zählen. Denn Anbetracht der Zeit, Maurice, glaube ich, dann nimmst du einfach noch eine Frage, die etwas länger dauert und dann sind wir hier voll im Saft. Also, bitte. Hier, der Uhrgucker, tick, 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 tick. Tick, tick, tick. Ja, sehr interessant eigentlich, weil das ironisch ist. Wir erzählen hier von irgendwelchen Sachen, was ist passiert und hast du gesehen, aber es ist gerade eigentlich eine Banlist gekommen und keiner redet darüber. Die ist diese Woche aktiv. Stimmt, aber da sieht man mal, wie viel wir uns zu erzählen haben. Ja, true. Ja, true. Das stimmt. Ja, also Banlist, war die Frage nämlich im Chat. Was haltet ihr von der Banlist, beziehungsweise wie fandet ihr die? Fang mal an, weil ich habe die Frage ja auch ausgewählt. Per se, man kann immer über einzelne Karten streiten. Für mich persönlich ist Banlist immer wichtig, dass sie eine Veränderung hervorruft und nicht nur einfach Herald auf 1 Ende, sondern halt wirklich eine Veränderung herbeiführt. Das tut sie, das finde ich gut. Das ist schon Grundsatz erfüllt, der Rest ist mir schon fast egal, es muss sich halt was verändern, damit halt, wie gesagt, ich mag die Abwechslung, wenn wir jetzt einfach noch ein Jahr lang das gleiche Format haben, todlangweilig. Ja, Abwechslung ist gut. Und ich finde gut, dass sie halt Problemkarten, die aus meiner Sicht eh nie existieren sollten, aber das ist ein anderes Thema, wie Barrier Statue, Sense endlich mal weg haben. Endlich. Hätte von mir aus beides schon viel früher wegkommen können, aber boah, ne, ist jetzt passiert. Und dementsprechend bin ich super zufrieden mit der Liste. Veränderung ist da, Problemkarten wurden zum Teil angegangen und wir können immer Problemkarten kennen, denn Leute, bedenkt etwas, wenn die Meta, die jetzt da ist, kaputt gemacht wird, dann gibt es eine neue Meta. Und bei dieser neuen Meta gibt es auch wieder dumme Karten. Und wenn du die auch kaputt machst, dann ist wieder eine Meta da. Und es sind wieder dumme Karten da. Also du kannst diesen Kreis eh nicht beenden. Dementsprechend, ich bin zufrieden. Weiter an euch. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe so ein bisschen Vibes bekommen von dieser riesen Knallbandes damals mit Colossus, Engage. Jetzt nicht so krass, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, hatte ich schon das Gefühl, weil sich jetzt schon wieder einiges ändert und ich glaube, das hatten wir auch bitter nötig, dass wir, also mir hat es, klar, es hat immer noch Spaß gemacht zu spielen auf dem Turnier, aber es war sehr monoton und deswegen freue ich mich, dass man jetzt auch mal wieder sich auf andere Decks vorbereiten muss und auch nicht immer nur die gleichen Plays sieht. So, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach super wäre das gewesen. Ja, gut. Also, ich muss sagen, ich fand die Band ist auch erfrischend. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Also, vor allem, als man halt das OCG gesehen hat und dort beispielsweise Tierlament gehittet wurde. Und das ist ja schon anders bei uns angegangen. Stimmt. Und das finde ich, also würde ich einfach mal positiv hervorheben, dass man daraus so ein bisschen gelernt hat. Weil man hat ja gesehen, so wie man es im OCG angegangen ist, hat es nicht viel geholfen, Tierelements zu hitten. Ja. Aber bei uns würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein bisschen effektiver. Auf jeden Fall. Ja, ich habe auch das Gefühl, im OCG war es eher so ein bisschen Consistency und wir machen es ein bisschen fairer. Ja. Aber hier hat man ja wirklich versucht, die Problemsachen anzugehen. Das ist also richtig. Ja. Also die Probleme wurden angefasst, fand ich schon sehr gut, ja. Da kann man aber auch vielleicht mit dieses Vorteil rausnehmen, was unser lieber Kollege Nivska gerne in den Raum wirft. Konami hittet keine teuren Decks oder auch keine neuen Decks und das ist ja hiermit auch so ein bisschen widerlegt, ne? Weil man hat sich ja sehr wohl getraut, alle teuren Decks anzuhitten. Also ja, ich meine, ich erinnere an so Sachen wie Electromite, wo einfach das Deck gehittet wurde, bevor die Karte rauskam. Ja. Also das ist ja Quatsch. So. Also keine Ahnung. Also, weiß nicht. Es gibt, also ich sag mal so, ich würde schon sagen, dass Konami seine Lieblinge hat. Ich sag Firewall. Firewall wurde von der Community schon ein paar Formate vorher gefordert, gebannt zu werden. Hat Konami nicht gemacht. Konami jetzt danach, dem jeder Post Ban Firewall in den Kommentaren hatten, wurde dann endlich gebannt. Also, aber das ist halt auch ein anderer Grund, ne? Das ist natürlich Anime-Karte, ne? Das aber übrigens bestätigt, ich habe nämlich diese Frage, wir haben vor einigen Jahren mit Konami ein Interview führen dürfen, da habe ich genau diese Frage gestellt. Ich habe gefragt, wurde Firewall Dragon durch die Community verboten? Die Antwort lautete kurz und knapp, ja. Um das mal festzuhalten. Das ist aber eigentlich sehr ironisch, weil es wird ja immer so das Argument Anime herangezogen. Ich muss sagen, ich habe Vrains gar nicht mal geschaut, aber ich meine gehört zu haben, dass die Karte gar nicht mal so einen wichtigen Stellenwert hatte. Sie ist auch überall gewesen, also jetzt covertechnisch meine ich so. Ja, aber eigentlich wurde die Karte, glaube ich, so in 3 Folgen oder so gefühlt gespielt. Ich glaube, so wichtig war die gar nicht, wie man gedacht hat. Deswegen habe ich es gar nicht verstanden. Und natürlich, natürlich muss man sagen, ne, Konami ist eine Firma, die halt Geld machen will, lol. Und natürlich, wenn es geht, wollen sie umgehen, die Karte, die morgen rauskommt, jetzt schon zu verbieten. Wäre ja komplett bescheuert. Oder so, aber
naja, die müssen das Spiel auch im Leben halten, ne? Und das ist halt diese schwierige Balance. Und die versuchen sie zu handeln, mal besser, mal schlechter. Aber wie gesagt, diese Liste hat auf jeden Fall ihren Job getan, würde ich sagen. Dagegen die Liste davor nicht. Ja, aber ja, da muss man auch sagen, da kam ja nichts Relevantes mehr. Doch, Mine war. Mine. Ja, stimmt, Mine war da auf der Liste davor, aber sonst die war die echt für die Tonne. Ja, es ist halt wirklich so. Ja, Julian Bennett die Folge. Toll. Gut, ich freue mich, freu mich, dass wir uns so zeitnah wieder gesehen haben. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen Dank für diese Folge Podcast und die nächste dann im April.